Es geht weiter. Puck, Ligaspiel St. Pauli. Und jetzt bitte mal ein Heimspiel und nicht wieder ein Auswärtsspiel. Wie gesagt, vier Auswärtsspiele hatten wir jetzt in Folge. Natürlich. Und es ist Auswärtsspiel Nummer 5. Ernsthaft? In Frankfurt, in Regensburg, in Bielefeld, in Braga und jetzt tatsächlich das nächste Spiel in Bienen, in St. Pauli. Ja, herzlichen Glückwunsch. Auf geht's. Ich spiele ja immer 5 Spiele am Stück und wirklich die komplette Aufnahmesession hintereinander weg auf auswärts. Kein einziges Heimspiel in der Arena. Gut, musst du nehmen. Musste nehmen, wie es ist. So. So, auf geht's. Wie gesagt. Es ist klar, ein Ligaspiel auf St. Pauli. Vor allem auf ihn konzentrieren, denn der konnte ja zuletzt einen Dreierpack für sich verbuchen. Gelingt das auch heute wieder? Jetzt erleben wir es live bei EA Sports. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren heißen Wolfuß und Frank Buschmann. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. FC St. Pauli gegen Schalke 04. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. Gut, dann geht's jetzt weiter gleich. Mal schauen, wie es heute in St. Pauli wird. 3 Siege haben wir jetzt ja auswärts in Folge geholt. Sieg Nummer 4 soll jetzt gerne hinterherkommen. Wie gesagt, die Pokalniederlage in Frankfurt. Ja, die auch ganz verdient war eigentlich, muss man sagen. Wir haben so viel, es gab 2 wirklich gute Chancen, hatten wir, das war's auch. Und die Frankfurter haben irgendwo schon ein bisschen mehr vom Spiel gehabt. Das aber na gut, Thema ist abgeschlossen, weiter gesagt. Jetzt geht's gegen Pauli auf St. Pauli. Ja, das ist sowas wie ihre Spezialdisziplin. Das können sie richtig gut und das wollen sie natürlich auch heute wieder zeigen. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. So, und dann geht's jetzt los. Durchgang 1 läuft. So, unter der Woche das 6-1, gestern das 6-1 gegen Braga, jetzt unser St. Pauli folgen. Hinspiel gegen uns 4-0, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also wird alles anders. Muss mal gucken, wie es jetzt heute hier ausgeht. Es geht jetzt natürlich wieder knüppelhart weiter. Es ist, wie gesagt, das 5. Spiel auswärts, was wir jetzt in Folge haben. Nochmal, na? Ich hoffe, dass wir dann in der nächsten Folge mal wieder ein bisschen ein bisschen zu Hause kicken dürfen. Ich weiß gar nicht, wie der nächste Gegner sein wird. Aber das müssen wir jetzt erstmal abhaken. Jetzt heißt es St. Pauli. Gibt es das denn? Kein Tor. Und Renno. Eine Riesenchance. Das war aber zu wenig. Das war zu schwach. Den hält er. Amate. Amate. Schöner Pass jetzt. Kein Abseits, oder? Etwas doch. Später. Und er ist frei durch. Er gibt doch, das Abseits, Marco Richter. Ja, ja. Das ist Abseits. Ja. Aber, na ja, doch, okay. Nee, alles gut. Das ist ein Schritt. Ist es trotzdem Abseits. Kubilanski. Kolasinac. Will Rose. Del Rosson. Den hat er schön versucht, auf die nach hinten zu bringen. Weil da noch einer mitgelaufen wäre im Rückraum, aber.
Kobylanz gegen Kieré. Da kommt die Hereingabe. Guido Burgstaller. Burgstaller und drüber. Bei diesem harten Schuss. Ja, vielleicht sogar zu hart, Wolf. Da wäre etwas mehr Gefühl angesagt gewesen. Kobylanski. Kobylanski, ja, gut gemacht. Terodde. Terodde, der erstmal sagt, okay, ich spiele. Mit ein bisschen mehr Übersicht hätte er noch überlegen müssen. Scheiße. Markier noch. Da ist noch. Die Defensive steht. Und wieder Ballverlust da. Ah, das ist das Problem. Jetzt Mustafi. Kriege ich den noch da? Ja, das kriegen wir noch hin. Und das ist der Rausu, der überhaupt nicht ankommt. 28. Minute der Rausu mit der nächsten Situation, wo man durchaus in Führung hätte gehen können. Ah, super, gut aufgepasst, gut abgeblockt. Weiter geht's. Der Rausu nochmal auf der Außenbahn, der eben die Chance hatte, aber jetzt mal noch ein bisschen Begleitschutz aus. Da schneidet dran an ihn. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Ball kam gut, aber und der passt auch auf. Und das ist für mich ein Handspiel gewesen. Aber das ist nicht für den Schiedsrichter, vielleicht darf es ja doch. War doch kein Handspiel, aber gut, ja. Kolasinac. Ball ist jetzt wieder weg. Sieht gefährlich aus. Chance zur Führung. Das war eine gute Chance, aber der Ball. Was mache ich denn da? Keiner kann diese Chance nicht nutzen. Den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Nicht wirklich getroffen. Einiges oder wird sich ärgern. Ja. 36. Sind auf dem Papier das bessere Team, aber richtig gute Chancen sind nach wie vor Mangelware und dann darf man sich nicht wundern, dass es nur unentschieden steht. Genau so ist es. Zuspiel geht hier ins Aus, es gibt Einwurf. Klasse Aktion. Ha. Burgstaller. Was macht er draus? Also, wenn er da etwas frei, wollte gerade sagen, wenn er da was frei ist. War nämlich kein Foul, war nämlich klar Ball gespielt. Richter. Mustafi. Kobylanski. Ja, gut gemacht. Schalke macht Druck. Jetzt vielleicht mal. Gute Aktion. Da ist die Flanke. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Der Ball ist weit, weit weg. Das Problem ist einfach, dass aber der Stürmer da durchkommt und dementsprechend war es kein Abseits. Gute Aktion. Bei dieser Ecke hoffen sie jetzt auf den Führungstreffer. Wir hören es. In der dritten Liga von St. Pauli nämlich auch unentschieden gespielt. Da ging es nämlich ebenfalls 0:0 aus. Ja, das sah also gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Er steht immer noch unentschieden. Das Hinspiel haben wir dann zurückgeführt, haben wir dann 4:0 gewonnen. Hier ist es jetzt andersrum. Das Hinspiel haben wir dann relativ deutlich. Ich glaube, 2:0 haben wir gewonnen, glaube ich, damals in der Liga. Und jetzt haben wir 4:0 das Hinspiel gewonnen. Und hier steht es immer noch 0:0. Anderthalb Spiele in St. Pauli auf Unentschieden. Aber wie gesagt, wir haben jetzt 4 Spiele hintereinander mindestens ein Gegentor kassiert. Und das hoffe ich zumindest heute mal zu unterlassen. Aber wie gesagt, das ist ja noch was. Ja, da ist aber keiner in der Mitte, ne? Ganz alleine. Jetzt! Ja! Kobylanski müsste es gewesen sein. 1:0 auf St. Pauli. Aber jetzt glaube ich aber auch der Tabelle 4. oder 5. ist. Das ist vielleicht gar nicht mal so unwichtig. Tolles Tor, kann ich nicht anders sagen. Eine unglaubliche Wucht hinter diesem Ball. Das Ding ist nicht zu parieren. Das kannst du nicht halten. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Auf jeden Fall führen wir 1:0 auf St. Pauli. Sein Tor Nummer 20 in dieser Saison. Naja, mal gucken, wie es weitergeht jetzt mit der Partie. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Okay, so Pauli wechselt jetzt gleich durch. Und er wird jetzt wechseln gleich. Platz auf dem Flügel. Jetzt können Sie den Ball rein. Kein Abseits.
fängt er die Flanke ab. Renault ohne große Probleme, aber den Ball unbedingt in die Mitte zu spielen. Das ist natürlich auch ein bisschen Risiko dabei. Das könnte gefährlich werden. Oh, das war knapp. Gut, am Ende hätte das Ding hier sogar noch fast den Ausgleich gegeben. Nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. So, Arimu raus jetzt. Puschel ab. Ballverlust. Den wollen wir schön durchspielen und da war es auch wieder so ein bisschen mit also Fehler sind wir immer mal wieder im Spielaufbau. Wie gesagt, jetzt eben Renault, jetzt der zweite Ball von Bujelab. Ja, Marquino, der muss nämlich auch, der muss da auch ein bisschen mehr vielleicht draus machen. Richter. Terodde. Der Rose, der läuft immer außen, der hat nämlich hier auch nicht Kraft noch in den Beinen, hoffentlich zumindest. Ja. Ja, ich wechsle jetzt. Ich muss den Großhund vom Platz vom Feld nehmen, weil der einfach platt ist auch irgendwann. So, dann wechseln wir jetzt. Dann nochmal den Wechsel jetzt eben kurz auf Robin Hack, der Siegtorschütze aus Braga. Beide Trainer reagieren. Sie bringen neues Spielermaterial. Schönes Tor, klasse Abschluss. Neu im Spiel. Die Ecke kommt rein. So, wieder mal versuchen. Die Ecke ist ja eben nicht gut gewesen und das ist das 2-0. Glatzer. Die zweite Situation haben sie dann nochmal besser genutzt. Ja, der Glatzer gefällt mir gut. Hat ein Braga-Tor vorbereitet, er trifft hier auf St. Pauli. Ja, der Verteidiger der Paulianer kommt da überhaupt nicht rein. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein. Und Danny Lazar, erstes Tor, erstes Saisontor. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sich. Der kommt ja in Wirklichkeit auch zum FC Schalke. Das ist klar, der Transfer ist ja schon unter Dach und Fach. Und da freue ich mich auch drauf, der wird bestimmt ein guter Sechser. Spielt in Mainz eine gute Saison. Kubilanski. Ja, gut aufgepasst, da nochmal entscheidend gestört. Und Kubilanski. Aber der Keeper will nicht das Ding. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen ist. So, eben hat man die gleiche. Ach, was machst du da? Jetzt können sie hinwerfen. Sie machen das heute natürlich hervorragend, holen sich ihre Chancen raus. Was war das? Dann auch. Das ist ja entscheidend, offensiv, eine klasse Leistung. So, jetzt wechselt den Pauli-Nummer. Ja, jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen, insbesondere in der Offensive wäre das nötig, sie liegen zurück. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Petlacic. Ist gerade eingewechselt worden. Oh, guter Trick. Und jetzt haben wir ein bisschen Glück, weil die Situation kann durchaus auch anders ausgehen, weil wenn er mich da pfeift, gibt es da Elfmeter. Ja, ich musste mehr John jetzt in die Innenverteidigung ziehen, weil mir gerade der Innenverteidiger auf der Bank fehlt, auf der es gibt eine Ecke, Situation. Eine gute Gelegenheit. Ja, jetzt wird er raus. Ja, Mustafi. Hack, der ist ja definitiv noch frisch. Der Blick auf die Uhr, der mit Kraft und mit Geschwindigkeit den St. Paulianern um. Und hier die fast die Chance hat. Ja, und hier kann es vielleicht sogar hätte sogar das 3-0 gehen müssen, dann wäre es mit der Entscheidung gewesen. Aber jetzt kommen wir nochmal St. Pauli. Tashi. Jetzt können sie klären, er hätte sonst gefährlich werden können. Terodde. Ach Mann, was war das denn für ein Scheißpass? Weg ist der Ball. Ballverlust. Robin Hack. Der Carsten, der kommt nicht in den Zweikampf. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Nirgendwo. Er
Er probiert selber. Und dann ist Feierabend. Ja, Männer hat wir doch nochmal richtig den Sack zu machen können mit dem 3-0, aber das ist genau egal. St. Pauli, sie gewinnen auf St. Pauli 2-0. Und nach 4 spielen wir wieder ein Spiel zu 0. Ja, dann sind sie in allen 4 Spielen vorher noch ein Gegentor kassiert. 1 in Frankfurt, 2 in Bielefeld, haben wir 4-2 gewonnen. Das eine Tor in Braga. Ne, waren sich doch ein Tor noch in Regensburg, da haben wir nämlich auch, glaube ich, 4-1, glaube ich, gewonnen oder so. Ja, und jetzt das 2-0 auf St. Pauli. Gut, wichtig ist, dass die Aufgabe gelöst ist, dass wir da den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg gemacht haben. So, dann gehen wir mal da, machen wir das. So, weiter geht's dann in der nächsten Folge. Spiele verletzt? Okay, das dürfte nur Mustafi sein. Ja, Mustafi, ja. Es ist nicht tragisch. Wir haben Alternativen. Ja, das Druckspiel gegen Braga. Und das haben wir dann endlich mal wieder in einem Spiel. Und das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und zwar bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play FIFA 21.